Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spellforce. Ja, wir bauen Eisen, also wollen Eisen abbauen, um das abzugeben für die Klinge, die wir da bekommen. Wir sind schon fleißig dabei. Und wir müssen noch diesen einen Pilz suchen. Oh Gott, warte mal, ich brauche die ganzen Helden gar nicht. Das haben wir ja schon alles geklärt hier auf der Karte. Wo haben wir denn hier mal eben... Nein. Ah, jetzt ist natürlich die Karte wieder komplett nicht aufgedeckt. Das heißt, ich muss mit Lenfi jetzt irgendwie gucken, wo das war. Ja, wo war denn das? Wo der eine... War das ein Taure? Oh Gott, ich weiß schon gar nicht mehr, was da rumlag. Jetzt diese eine Leiche suche ich gerade. Ah, das war doch irgendwo hier mittig, ne? Glaube ich. Ich hoffe. Naja, wir haben ein bisschen Zeit, dann suche ich halt mal. Können wir auch aktivieren, theoretisch. Die Elfen, ich wüsste jetzt nur nicht, wozu. Ich mach's einfach mal, damit wir's haben, falls wir die doch noch irgendwie brauchen. Aber eigentlich brauchen wir sie nicht. Ja, das ist jetzt halt blöd. Das ist jetzt so ein bisschen Suchspiel. Könnte da auch da oben gewesen sein. Ich weiß es nicht. Hier sind noch ein paar Spinnchen. Das ist auch okay. Können wir unterwegs auch noch töten von mir aus. Dann haben wir wenigstens unterwegs sowas zu tun. Das ist blöd, wenn die Leiche wenigstens irgendwo rumliegen würde, wo hier aufgedeckt ist. Also hier auf jeden Fall, das sehen wir. Da müssen wir hindern, um das Eisen abzugeben. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viel es war. Da müssen wir nochmal fragen gehen. Gremlins haben wir dabei. Sehr gut. Ich hole direkt mal alles her. Oh, hier oben wären auch Bären gewesen. Ich hoffe, dass das Eisen da unten einfach reicht, dass wir jetzt nicht noch mehr Eisenvorkommen irgendwo sichern müssen. Aber ich denke mal, dass das reichen wird. Ja, wo ist die Leiche? Im schlimmsten Fall mache ich halt einen Cut. Im schlimmsten Fall, wenn ich jetzt gar nichts finde. Ich würde auch gerne noch mal mit dem Zwerg hier reden, weil ich wissen will, ob der noch irgendwas dazu sagt, dass wir das hier geschafft haben. Das machen wir mal eben. Und dann gucken wir mal hier hoch. Vielleicht war die Leiche hier irgendwo. Es war auf jeden Fall, glaube ich, sehr am Anfang. Und wir sind auch mehrfach dran vorbeigelaufen. Ich weiß ja noch, dass ich einmal dran vorbeigelaufen bin und mich gewundert habe, dass die Leiche immer noch leuchtet, weil ich dachte, ich hätte sie schon gelootet. Aber nein, der Pilz scheint immer noch in der Leiche zu sein. Wir haben nur mit ihr gesprochen, sozusagen. Habt ihr es euch anders überlegt? Okay, der hat nichts mehr für uns. Na gut. Dann schicken wir Lenfi mal einfach hier hoch. Und gucken mal, ob wir da was finden. Den könnten wir auch eigentlich einfach gleich mal dahin laufen. Dann mache ich das gleich mal. Vielleicht finden wir ja dann zufällig auf dem Weg die Leiche. Weil wir jetzt eh dahin müssen. Das ist ein ganz normaler Wolf. Ich schaue mich immer so ein bisschen um. Nö. Da auf jeden Fall nichts. Ist auch doof. Ich glaube, es wird uns auch nicht angezeigt. Also da ist dann kein roter Punkt oder so auf der Karte markiert. Woran wir das einfach so sehen können. Ne, immer noch nichts. Na mal schauen. Wir finden die schon. So groß ist die Karte nicht. Irgendwann müssen wir ihr zwangsläufig über den Weg laufen. Wie gesagt, wenn es viel zu lange dauert, machen wir einen Cut. Ach ja, und das hier oben weiß ich halt noch nicht. Das mit diesem komischen Rätsel mit dem Stein, das ist halt auch noch. Aber ich habe keine Ahnung. Da muss man wahrscheinlich in irgendeiner Reihenfolge die Sachen anklicken, nehme ich an. Aber ich habe nichts gefunden, das einen Hinweis darauf gibt, in welcher Reihenfolge. Vielleicht erfahren wir das wo ganz anders und nicht hier auf dieser Karte. Ich überlege, aber der Riese hat ja auch nichts gesagt dazu. Also das kann es auch nicht sein, dass der Riese da irgendwas verraten hätte. Das glaube ich nicht. Oh, hier haben wir noch eine Kiste, die wir nicht gelootet haben. Okay. Warte mal. Ich lasse, glaube ich, Lenfi mal schnell dahin laufen. Nicht, dass da auch noch ein Pilz drin. Vielleicht ist es auch der Pilz, der uns fehlt. Ah nee, die Leiche hat noch geleuchtet. Also auf jeden Fall in der Leiche muss auch noch sein. Ja, ist jetzt ganz schön viel Rennerei, es tut mir echt leid. Ich will jetzt halt auch nicht tausendfache Cuts setzen. Das will ich wirklich dann erst machen, wenn es ganz, ganz schlimm ist. Also wenn ich wirklich hier 20 Minuten rumlaufe und nichts finde. Weil ich das einfach, ich hasse so zerstückelte Let's Play-Folgen einfach.
Wir können ja schon mal überlegen, was als nächstes folgt. Also wenn wir das hier geschafft haben, wird natürlich die Hauptquest weitergeführt. Und vor der Hauptquest würde ich eigentlich gerne mal eine Runde shoppen gehen. Da würde ich gerne mal schauen, ob wir vielleicht noch irgendwie... Ich weiß gar nicht, kriegt mein Gebäude in den Läden? Das weiß ich jetzt nicht so genau. Ob wir da noch was kriegen können an Einheiten. Achso, die ist verschlossen. Aber unser Questbuch wurde aktualisiert. Okay, ich lasse Linfield schon mal hier hinlaufen. Aber guck direkt mal ins Questbuch rein. Moment. Ja, und ich würde gerne Fähigkeiten shoppen, auf jeden Fall, damit Lanfear auch wirklich stark genug ist. Das ist das mit dem Giftzwerg. Hier ist es... Huch, was denn jetzt? Okay, wir haben einen schönen Bug. Ja, ist okay. Das wurde auch einmal in den Kommentaren gesagt, dass dieser Bug existiert. Aber was ist das jetzt für eine Quest? Ist das überhaupt eine Quest oder war das jetzt schon ein Fehler allein, dass das angezeigt wurde? Ich wüsste jetzt nicht. Ich sehe hier nichts mit Truhe. Das letzte hier ist immer noch der Giftzwerg. Hier fehlen auch tatsächlich noch ein paar mehr, ne? Oh. Ach, ich verstehe. Wahrscheinlich ist das dann die Truhe, wo der letzte Pilz drin ist, den wir aber erst Bescheid gesagt bekommen, wenn wir jetzt den vorletzten Pilz haben. Oh, da ist sie. Da ist die Leiche. Sehr gut. Haben wir tatsächlich unterwegs mitgefunden. Und da ist der Pilz. Gut, machen wir später. Wir gehen jetzt trotzdem erstmal hier zu den... Eisenviechern. Warum laufe ich eigentlich? Ich hätte... Es wäre wahrscheinlich kürzer gewesen, wäre ich mit Landfähr... Ach nee, hier oben ist kein Seelenstein. Okay. Hier sind sehr wenige Seelenfelsen tatsächlich. Kann man zwei, drei Stück und sehr auseinander. Vielleicht habe ich auch manche nicht gefunden, weil das hier ein bisschen eigenartig ist. Oh, das ist ja nervig mit dem Bug. Ich überlege, ob ich kurz ins Menü gehe. Na, machen wir gleich. Ich laufe erstmal hier hin. Vielleicht ist der Bug ja auch weg, wenn ich mit dem hier spreche. Aber das ist ja nervig. Wir sind gleich da. Aber dem Eisen, wie sieht's da aus? Noch genug da. Ja, das ist auch eine ganze Menge hier. Ich könnte auch einfach noch mehr Zwerge tatsächlich da einfach so hinschicken. Nicht half zur Ehre. Oder ich könnte einfach noch eine Eisenmine daneben bauen, damit das einfach schneller geht. Wartet mal. Falls wir dann überhaupt noch brauchen. Das weiß ich ja nicht so genau. Lasst uns anfangen ans Werk. So, dann könnte ich aber noch Zwerge gebrauchen. Oh, geht nicht. Okay, weil ich kein Hauptdings gebaut habe. Gibt es Arbeit? Kinderspiel. Könnten wir natürlich schnell mal machen. So, hier ein kleines Haupthaus. Da kommt mal mit. Wir brauchen jetzt eh keine Steine. So, Lenfir ist da. Was wollt ihr, Mensch? Ich hoffe, der Bug ist jetzt weg. Ach, 300 nur. Wow, das ist wenig. Naja, weil sie ja damit rechnen, dass wir auch Eisen gebraucht hätten, um uns zu verteidigen. Hier sind die 300 Eisen für und die Einheiten Klinge zu bauen. Gut. Wahrscheinlich. Wir werden mit dem Schmieden beginnen, sobald ihr bereit seid. Denkt an den Fluch, dem ihr euch stellen müsst. Fluch? Was? Seid ihr bereit? Was für ein Fluch? Jetzt habe ich Angst. Wartet mal. Ich speichere mal. Ich weiß nämlich nicht, was das für ein Fluch sein soll. Was? Der Pack ist immer noch da. Oh. Ich bin bereit, dem Fluch zu begegnen. Dann höre. Oh. Sobald ich beginne, die Klinge zu formen, werden fünf der steinernen Wächter erwachen. Hey. Sie werden den Zorn der Felsen heraufbeschwören. Das hätte er mir ja mal gleich sagen können. Ihr müsst sie aufhalten. Das könnte jetzt schwierig werden alleine. Bezwingt die Wächter, bevor die Beschwörung zu Ende ist. Was? Oder ihr werdet vernichtet werden. Okay. Und lasst auch eure Güter nicht unbewacht. Was? Einige der Steinernen werden versuchen, euch aufzuhalten. Kehrt zurück, sobald ihr die Wächter bezwungen habt. Okay. Die Klinge wird fertig sein. Okay, ja, das ist ja ein bisschen doof. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Es hat begonnen. Okay. Die Wächter sind erschienen. Wo sind die jetzt? Muss ich die sie suchen? Sie beschwören den Zorn der Felsen. Ich habe halt gar keine Armee. Oh, die stehen echt der irgendwo. Alte Mist. Fluch erwacht. Mist.
wenn es auf Zeit ist. Findet sie. Haltet sie auf, bevor sie das Ritual vollenden können. Dies ist die einzige Hilfe, die ich euch gewähren kann. Möge Nidhalf euch gnädig sein, Mensch. Okay, das werden wir nicht schaffen. Wir haben halt nur unsere Helden und Lenfir. Das wird nichts. Dafür bräuchten wir jetzt mehrere Truppen, um die hin und her zu schicken, nehme ich an. Moment. Okay, sie werden uns sogar angezeigt. Das ist natürlich praktisch. Aber das schaffen wir halt nicht, wenn das auf Zeit ist. Wir bräuchten ja schon unsere ganze Heldentruppe, um zu einem zu gehen. Ja, das ist ja jetzt ein bisschen blöd. Ich habe doch keine Punkte. Also ich meine, ich kann mit den Helden irgendwie einzeln überall hinlaufen und gucken, ob wir das mit den Helden irgendwie schaffen. Unverzüglich. Verstanden. Aber ich bezweifle es fast. Alles klar. Alles klar. Also zwei dahin geschickt, drei da. Also wir werden aber wahrscheinlich doch wirklich Truppen brauchen. Und mich nervt dieser Bug gerade übertrieben. Das ist echt blöd. Also wahrscheinlich, also wir probieren es einfach mal. Ich weiß halt nicht, wie viel Zeit die uns zusprechen. Aber wahrscheinlich wird das nichts. Schon so gut wie wahrscheinlich müssen wir doch noch irgendwie, ja, ihr was machen. Wünscht Nidhalf zur Ehre. Kinderspiel. Sowas. Schon unterwegs. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Warte mal, hier ist alles okay. Helden sind unterwegs. Wird ein bisschen dauern. Ich kann jetzt noch irgendwie versuchen, schnell hier irgendwie was zu machen, um Einheiten zu machen. Das wird aber wahrscheinlich nicht so schnell funktionieren. Ich weiß auch gar nicht mehr, was wir dafür brauchen. So. Ja. Warte mal. Nee. Ich mach grad mal irgendwelche Sachen hier in der Hoffnung, dass wir das irgendwie noch brauchen können. Oh, hier oben wird schon gekämpft. Haltet durch, Männer! Feindlicher Angriff! Okay, warum sind hier jetzt vier? Ah doch, die vier, stimmt, habe ich so bereit. Die Rune befiehlt. Hallo, kämpfen. Die Rune ruft. Die Rune befiehlt. Schau mal da. Hey, warum kämpfen die denn nicht richtig? Guck mal, die stehen ja nur rum gerade. Vorwärts, Krieger. Stehe bereit. Schickt sie zum Seelenfluss. Okay, das scheint doch besser zu funktionieren, als ich gedacht hätte tatsächlich. Die sind gar nicht so krass. Muss mal gucken, ob wir das vielleicht doch hinkriegen mit unseren Helden nur. Wo ist denn hier der andere Held? Ist die Rune befiehlt. Zu Befehl. Wie doof, dass die diese kleinen Viecher hier noch beschwören. Könnten wir aber trotzdem hinkriegen. Der ist jetzt sogar vergiftet. Wo sind jetzt die Helden abgeblieben? Zu die haben es geschafft, okay. Verstanden. Es funktioniert wird schon irgendwie. Ausgeführt. Zu Befehl. Lassen wir die da auch gleich mal hinlatschen. Lenfir ist halt leider gerade noch alleine. Da ist jetzt was die zweite. Die okay. Na, wir gucken mal, ob wir das hier auch zu zweit gewuppt bekommen. Die Rune ruft. Ich habe halt keine Ahnung, wie viel Zeit wir haben tatsächlich. Bereit. Zu Befehl. Na, bitte mitkämpfen. Auf mein okay, Zeichen. Das hätten wir. Freiheit. Bereit. Ich muss halt jetzt auf beide Seiten hier achten. Okay, die sind die auch Rune da. Befiehlt. Warte mal, die machen wir mal auf Platz 2. Für die Rune. Erst bitte den Großen. Haltet durch, Männer. Stehe bereit zu euren Dienst. Nix, kann das machen. Sie sind überall. Hier auch bitte mal das Giftzeug. So, jetzt mal auf eben wieder rüber Kommando. Zu Lenfir gucken. Okay, die haben es auch geschafft. Auf meinen Folgt Befehl. Mir. Aus irgendeinem Grund kann ich hier gerade nicht looten. Jetzt so. Folgt mir. Schnell. Was eigentlich nebensächlich ist. Und jetzt hier oben noch. Okay, also wir kriegen es hin. Wir brauchen tatsächlich keine Einheiten dafür. Die Rune ruft. Die haben es auch geschafft. Auf dem Weg. Und die können hier oben hin. Unverzüglich. Also ja, je nachdem, wie die Zeit halt ist. Können wir schaffen oder nicht. Auf mein Kommando. Ach, dieser Bug. Es tut mir echt leid, dass dieser Bug da jetzt ist. Mir nach. Ein bisschen nervig. Vorwärts. Folgt mir. Zum Angriff! Ah, das ist ja cool, dass wir das auch so hinkriegen. Ich hatte echt Angst, dass wir da jetzt noch ewig irgendwie Einheiten hochziehen müssen in der nächsten Folge. Oder noch in dieser Folge. Das hat mich schon ein bisschen genervt. Die Linien müssen halten! Feindlicher Angriff!
zu Befehl. Von den Einheiten geht soweit auch gut. Wir werden angegriffen. Für das Licht. Verstärkt die Deckung. Stehe bereit. Wir sind auch gleich da. Hier ist es. Wird sofort ausgeführt. Greif sie an. Vorwärts, Krieger. Feindlicher Angriff. Verstärkt die Deckung. Oh, guck mal, die hier sind, glaube ich, sogar schon fertig. Zur Ehre Aonirs. Auf mein Zeichen. Na, fast. Noch nicht ganz. Kann ja auch mal irgendwas anmachen. Feindlicher Angriff. Können wir das zusammen aufmachen? Hier. Für die Freiheit. Wie sieht's hier aus? Schon fertig. Ja, gut. Haben wir geschafft. War doch nicht so das Problem. Dann Helden einfach mal zurück hier zu den Einheiten. Auf dem Weg. Hier kann ich jetzt tatsächlich auch Krieger produzieren, wenn ich dann will. Können wir ja mal machen, weil irgendwas haben die doch gesagt, dass auch unsere Sachen angegriffen werden, oder? Habe ich das falsch verstanden? Also ich habe das so verstanden, dass auch zu unseren Gebäuden dann Gegner stürmen. Aus irgendeinem Grund war das jetzt aber nicht der Fall. Warte mal, hier ist gar kein Seelenfels, ne? Hm. Nee, irgendwie nicht. Ja gut, dann müssen wir hier leider runterlatschen. Gucken wir mal, ob unsere Klinge fertig ist. Sollte dann eigentlich. Also hier ist jetzt auf der Karte zumindest nichts mehr zu sehen von Gegnern. Okay, gut. Ja, ich könnte jetzt auch einfach mal ins Hauptmenü gehen, damit der scheiß Bug da weg ist. Andererseits haben wir es gleich geschafft. Es dauert halt immer so lange in diesem Spiel, bis geladen ist. Das nervt mich immer so ein bisschen. Deswegen, ja, deswegen müssen wir uns das leider kurz mal antun. Aber vielleicht setze ich jetzt eh mal einen Cut, bis wir da unten sind, weil die Folge ist gleich schon vorbei und ich würde das hier gerne noch in der Folge schaffen, auch mit dem Zwerg vielleicht noch. Also, bis gleich. Was wollt ihr, Mensch? Meine Klinge vielleicht? Die Wächter sind besiegt. Also, die Frage ist ein bisschen seltsam. Da sind wir übrigens wieder. Die Wächter sind besiegt. Ihr habt den Fluch bezwungen. Yep. So nehmt den Preis. Diese Klinge wurde mit der Kraft der Erde für euch geformt. Sie soll unseren neuen Bund besiegeln. Sehr schön, dann her damit. So. Wo bin ich denn? Die Rune ruft? Also, dann haben wir jetzt hoffentlich diese mysteriöse Klinge bekommen. Moment. Wo ist die jetzt, ist die Frage. Ist die jetzt ganz hinten oder bei Schwertern? Bei Schwertern wahrscheinlich. Wo sind denn hier Schwerter? Hm. Ja. Ich habe keine Ahnung. wo ist diese Klinge? Das hier? Nein, wahrscheinlich nicht. Das sieht alles zu normal aus dafür. Hm. Hier sind Dolche. Keine Ist kein Meisterdolch? Nein. Feuertanz vielleicht? Ist es das? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich muss wohl nochmal nachgucken, was ich jetzt hier eigentlich bekommen habe. Ich weiß es nicht. Hier wird es ja nicht sein. Ach, Erdenklinge. Dieser Gegenstand ist nicht in eine der anderen Kategorien einzuordnen. Es ist möglich, dass er zu einer Quest gehört. Aber ich dachte, ich kann damit kämpfen. Hm, okay, komisch. Wohl doch nicht. So, wo ist denn unser Zwerg gewesen? Oh Gott, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Der Zwerg mit dem... mit dem Pilz. Vorwärts. Oh Mann. War das hier oben irgendwo? Ich weiß das nicht mehr. Verdammt. Ich sehe den halt auch nirgendwo jetzt hier auf der Karte leider. Das ist jetzt wieder blöd gelaufen. Wartet mal. Dann fährt ihr mal hier hin. Aber der war doch am Ende, ne? Ich glaube, wir haben den am Ende getroffen, so ziemlich. Also würde ich einfach mal... Sind wir hier Schwertfels? Norden? Dann würde ich mal hier rechts eben gucken irgendwie. Warte mal, das ist der Aufstieg von dem Riesen. Da ist es auf jeden Fall nicht. Wo waren wir denn als letztes? Hier irgendwo? Oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Oder da links. Nee, da war der andere Riese. Wo waren wir denn am Ende? Ich weiß es nicht mehr. Oh Gott, ich muss wahrscheinlich nochmal einen Cut setzen. Ich setze mal eben einen Cut und suche den Zwerg. Bis gleich.
Oh, hier ist tatsächlich noch ein Pilz, den ich gerade gefunden habe. Hä, haben wir denn jetzt aber nicht alle Pilze? Sollte ich nicht eigentlich von dem einen Zwerg den letzten Pilz bekommen? Das war jetzt auch eher Zufall, dass ich die Kiste dann noch gesehen habe. Tatsächlich, die ist mir vorher entgangen. Aber ich habe den Zwerg immer noch nicht gefunden. Also werde ich trotzdem jetzt nochmal einen Cut setzen müssen. Ich schicke gerade die Krieger überall hin, um die Karte nochmal aufzudecken und zu gucken. Zu euren Diensten. Aber bisher habe ich es noch nicht entdeckt. Ach ja, hier wollte ich den zu der Kiste schicken. Ja, das ist echt blöd. Dass der auch nicht angezeigt wird hier irgendwo. Ja, kurzer Cut nochmal, ne? So, ich habe ihn endlich gefunden. Es ist echt die letzte Ecke der Karte, in der ich jetzt geguckt habe. Es hat jetzt, glaube ich, echt eine halbe Stunde gedauert oder so. Was gibt es? Boah, ey, ich bin fix und fertig. Okay, ja, ich habe jetzt... Warte mal, nee, ich brauche Hilfe für den letzten. Ich benötige Hilfe bei der Suche nach den Pilzen. Ihr habt schon eine beachtliche Anzahl Pilze gefunden. Es fehlt nur noch einer. Alle bis auf den Magenkrempling. Ich hatte bereits viele Krämplinge gesammelt. Sie waren in einer Kiste zum Trocknen aufbewahrt. Doch die Kiste wurde mir von einem verfluchten Tiermenschen gestohlen. Vielleicht kann ich sie wiederfinden. Ihr, diesen Schlüssel werdet ihr brauchen, um sie zu öffnen. Dankeschön. Aber nehmt euch vor dem Tiermenschen in Acht. Das ist eine blutrünstige Bestie. Oh Gott, endlich. Endlich. Also, entweder die Kiste hier oder hier oben haben wir auch eine Kiste. Die Rune ruft. Kann ich mit dem scheinbar nicht aufmachen. So, versuchen wir es mal hier. Ich bin fix und fertig, wirklich. Ich kann nicht mehr. So, Tiermensch habe ich gerade gehört. Also anscheinend, bleiben wir da nicht lange allein mit der Kiste. Schauen wir mal. Ich hoffe, es reicht, wenn ich da ein, zwei Helden stehen habe. Dass wir das dann schaffen. Vielleicht speichere ich einfach vorher nochmal. So. Ich habe sogar zwischendurch, muss ich zugeben, ich habe sogar im Internet dann gegoogelt, weil ich ihn einfach nicht gefunden habe. Aber auch in der Wiki-Dings, kann man sich ein hübsches Bild von Thorsnick angucken, aber nicht, wo er steht. Und dann bin ich dann auch wieder ganz... Ich habe die Helden hier überall über die Karte laufen lassen. Nur dieses kleine schwarze Stück hier habe ich irgendwie vergessen. Was wünscht die Rune? Achso, Lenfir? Wo ist Lenfir? Okay, da sind wir. Ich hoffe, das ist die Kiste und nicht die da oben. Sonst müssen wir da auch noch hinlaufen. Truhe ist durch ein Schloss gesichert. Ja, es ist die Kiste. Oh, gut. Mensch, ich kann nicht mehr. Ich will einfach nur noch aufhören. Okay, kann geöffnet werden. Sehr schön. So, Tiermensch. Tiermensch. Gronn. Okay. Dann machen wir den mal fertig. Schließ die Reihen. Der ist ganz schön stark. Wow. Runenkrieger, zu mir. Ist gar nicht so einfach. Auf meinen Befehl. Jetzt haben wir hier mal irgendwas. Mist, jetzt haben wir die Heilerin auch nicht dabei, ne? Das ist ja nicht so geil. Lenfir, komm mal ein Stück beiseite. Du siehst nicht mehr so gut aus. Feindlicher Angriff! Nicht böse gemeint, aber. Stehe bereit. Feindlicher Angriff! Nee, vergiftet ist das schon tatsächlich. Okay, wir kriegen es aber, glaube ich, trotzdem hin. Ist nur nicht ganz so einfach wie vorher die Steinwesen. Aber das sieht hier ganz gut aus. Feindlicher Angriff! Was wünscht die Rune? Okay, was kann ich schon machen? Hier mal ein paar Zauber. Ja, wir haben es gleich. Ach, da haben wir es. So, sehr schön. Und jetzt hätte ich gern immer noch die Pilze. Mehrere Pilze sogar. Ja, vorwärts. Wir gehen mal alle. Ist vielleicht sicherer. So, jetzt weiß ich ja, wo der Zwerg ist. Oh, hier vorwärts. Stand auch noch ein Held rum. Zu eurem Dienst, klar. Ich hätte mithelfen können. Oh Gott, ich bin so erledigt. Ich bin ganz, ganz froh, wenn ich jetzt das einfach die Quest abgeben kann und aufhören kann. Und vor allem die Karte dann auch endlich mal erledigt ist. Das hat viel mehr Folgen gedauert, als ich dachte. Vor allem deshalb wahrscheinlich, weil wir eben allein über die Karte gerannt sind. Ja, dieses Steinrätsel ist halt noch, ich weiß, aber ich habe keine Ahnung, wie man das löst und ich will ungern nachgucken, weil ich halt Hoffnung habe, dass wir das vielleicht noch irgendwo gesagt bekommen. Zu Befehl. Laufen wir hier an der Priesterin vorbei und kriegen noch ein bisschen was, sehr schön. Alles klar. Vielleicht werden wir ja gleich nochmal angegriffen, wenn wir den Pilze abgeben, wer weiß. Ja, Steinrätsel, kein Plan. Bitte schreibt es mir auch nicht in die Kommentare, weil außer wir haben hier irgendwie eine Möglichkeit, es rauszufinden. Dann könnt ihr mir gerne sagen, wie die Möglichkeit ist, es rauszufinden, aber nicht schon die Lösung, bitte. Das wäre ganz gut. Oder wenn ihr, theoretisch, wenn ihr jetzt wisst, dass wir das irgendwie auf einer anderen Karte erst erfahren, dann könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben, dass man das halt woanders erfährt und nicht hier. Aber nicht wo.
Das möchte ich nicht was wissen. Was wünscht die Rune? So, nimm deine blöden Pilze. Hier. Ich habe jetzt alle Pilze gefunden. So, dann lasst mal sehen. Tatsächlich, ja. Ihr habt alle Pilze ja gefunden. Also gut. Yay, wir haben ein Schild. Nehmt das Schild hier dafür. Mehr habe ich nicht. Ich hoffe, das Schild ist es wert. So, wie komme ich hier wieder weg? Hier unten ist das Portal. So, den gehen wir mal. Oh Gott. Ja, ich werde dann, damit das alles ein bisschen schneller geht, werde ich die Einkaufssache alleine machen. Also gucken, welche neuen Fähigkeiten wir uns vielleicht noch kaufen können und so. Und dann werden wir uns einfach direkt ja vor dem nächsten Portal, wo die Hauptquest weitergeht, dann sehen, nehme ich an. Also dann, bis zum nächsten Mal. Wenn euch die Folge gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Bye, bye.